Jonathan Mese, ein schwer durchschaubares Phänomen. Ich habe zwar Kunstgeschichte studiert, aber damit komme ich bei diesem Künstler nicht weit. Aber ich möchte Jonathan Mese verstehen, wie gut, dass er hier ist und sich Zeit für mich nimmt. Hallo, Herr Mese. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie mich hier durch Ihre Ausstellung führen. Ja, gerne, gerne, immer doch. Auf dem Boden ein Wortbilddiagramm von Mese vor Ort entworfen. Zielsetzung Kunst. Wir befinden uns hier gerade im Vulkan der Kunst. Ja, und das ist das Gesamtkunstwerk. Und aus diesem Vulkan der Kunst schleudern die ganzen Bilder, Zeichnungen und Skulpturen sich in die Welt. Ja, genau, ich sehe, da sind auch so ganz viele unterschiedliche Pfeile. Sind das dann verschiedene Richtungen, die man gehen kann? Oder wie ist das zu verstehen? Diese Pfeile zeigen ja auch die Orte, wo man hin muss. Nach Camelot, zu Richard Wagner, Nero, Odysseus. All diese Figuren sind nach Mese Künstler. Herumirrende, die eben Abenteuer erleben und was anderes tun als andere, die auch mal stören, die auch Unsinn machen, merkwürdige Sachen. Weil Sie gerade von Unsinn gesprochen haben, ist das auch irgendwie als Unsinn zu verstehen oder als Spiel oder als Spaß? Oder, also man sieht ja hier, vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen, was hier dargestellt ist. Ein Wesen wird gesehen und das ist ein zukünftiges Wesen. Das ist uns weit überlegen, weil es nicht ideologisch ist, nicht politisch ist und nicht religiös. Es will in die Zukunft. Es blockiert sich nicht selber. Hier steht ja auch dieses Tierbaby, ja, kann doch nur euer Chef sein. Ja, also die Natur ist halt Chef und das haben wir vergessen. Die ist stärker als wir. Die Gesamtheit von Natur ist Kunst. Deshalb sind alle Tiere Künstler. Weil sie gar nichts anderes tun können. Babys sind Künstler. Alle Kinder sind Künstler. Nicht alle Erwachsenen. Mhm. Weil die haben ein ideologisches Gehirn entwickelt, was sie hindert, Kunst zu machen. Das Bild mit dem kryptischen Namen Das Geheimwasser des William Bly fällt durch seine Sparsamkeit aus der Reihe. Mese holte es aus seinem Privatbesitz auf Wunsch der Kuratoren. Unsere These war, dass die Werke, die ihm nahe sind, die er bei sich behält, möglicherweise eben genau das zeigen könnten, was er eher ist, als das, was vielleicht der Markt tut. Der zarte Künstler. Wollen wir mal liebe Barbies. Zu den Barbies gehen? Ja. Liebe Barbies. Die kann man kneten, die kann man formen, die kann man... Also Kunst machen, würden Sie sagen, ist wie ein Spiel, ein großes Spiel. Ja, das kann jedes Kind und jedes Baby, nur der Erwachsene hat es verlernt. Ob in seinen Barbie-Skulpturen Kritik an Kommerz und Schönheitsidealen steckt, frage ich Mese. Für ihn alles längst diskutiert und Schnee von gestern. Dieser arrogante Blick nach hinten und zu sagen, dass die waren böse, nein, das war eine andere Zeit. Und jetzt kommen wir in die Zukunft. Und alles, was ausdiskutiert wurde, brauchen wir nicht mehr zu diskutieren, weil das ist Zeitverschwendung. Also wir können doch nicht zurück ins 17., 18. Jahrhundert oder ins Jahr 0 oder ins Jahr 2000 vor Christus. Geht doch gar nicht. Sich in die Zukunft hineinbewegen, immer vorwärts, ist für Mese elementar. Darum geht es auch bei dieser Performance. Aber verstehen Sie eigentlich auch, dass manche Leute einfach Angst haben vor der Zukunft? Nein, ich verstehe es nicht, warum Menschen Angst vor der Zukunft haben, weil die Zukunft gratis ist, uns alle ereilen wird und eigentlich das Geilste sein müsste, was es überhaupt gibt. Ein typisches Mese-Gemälde, Erzballettschule Salon Fitti. Der Titel verwirrend, das Bild ein Tanz, voll von merkwürdigen Wesen. Das Baby auch wieder dabei, viele Münder, Kreuze, Figuren. Man muss diese ganzen Symbole und Elemente mischen. Ballerinas, eiserne Kreuze, Essen, Trinken, Atmung, Pinguine, Fächer, alles neu mischen. Dann kriegt es eine andere Bedeutung, fertig. Ist es ein Ziel von Ihnen auch, dass der Betrachter das alles hier versteht oder geht es gar nicht um Verstehen? Verstehen ist gar nicht wichtig. Es zu lieben ist wichtig. Liebe kann ich auch nicht verstehen. Mese versteht sich selbst als großes Spielkind. Und die kindliche Verspieltheit, das Zarte wie das Wilde, Unsinn und Groteske. All das zeigt diese Ausstellung. Mese, ein Dadaist? Sinnlos ist die Kunst von Mese nicht. Und deswegen ist sie auch nicht so sehr dadaistisch in dem Sinne. Also sie stottert zwar und sie wiederholt, sie persifliert auch. Sie geht frei mit den Motiven um und schiebt die Worte ineinander.
aber das Ganze passiert in einem System, der geht sehr sorgfältig damit um. Das ist der Unterschied, denke ich, zu Dada und das ist auch sehr konstruktiv. Wie ein Hofnarr durchleuchtet Mese Machtsysteme und kommt seit jeher zu dem Schluss, die Kunst muss an die Macht. Alle Menschen sollen sich der Kunst verpflichten, alle Gewerke sollen der Kunst dienen, Wissenschaft, Wirtschaft, Medizin, Schulwesen, Transport, Architektur, muss alles als Staatsziel Kunst haben. Und dann werden wir wieder aufleben können. Dann wird ein Überpotenzial produziert und wir haben wieder Zeit, wirklich die Zukunft zu lieben und in die Zukunft zu kommen. Diktatur der Kunst ist ja eine Liebeserklärung an Kunst. Jonathan Mese zu begreifen ist wirklich schwer. Er changiert zwischen bitterem Ernst, groteskem Humor und feiert den Unsinn. Vielleicht ist das Verstehen wollen einfach der falsche Ansatz. Vielleicht geht es einfach nur darum, Spaß an der Kunst zu haben, den Horizont zu erweitern und nicht immer alles zu bewerten.